Das Problem mit dem Schuldenerlass der Kommunen. Wenn man sich vorstellt, Essen hat 1999 2,4 Milliarden Schulden gehabt, das waren noch D-Mark. 500 Millionen D-Mark damals und nach 99, nach Reiniger waren es 2,5 Milliarden. Moment. Muss man wissen. Moment. Historie. Moment. Dann denke ich mal an die Alborg-Geschichte, wo die Stadtsparkasse einen Kredit einer GmbH der Stadt Essen von 700 oder 700. Ja, lassen Sie uns doch nicht nur zurückgucken. Ja, ihr kommt. Kommen wir jetzt nach vorne. Die Summen summieren sich ja, ja. Und momentan liegen wir irgendwo über 3,2 Milliarden. 3,3 genau. So, also liege ich schon richtig. Damals ist eine Mauschelei passiert, 99. Und deswegen sage ich. Und ich sage, jeder Bürger, der Schulden macht, was muss er? Er muss sie zurückzahlen. Und was ist er, wenn er Schulden macht? Nicht in der Lage, ordentlich zu haushalten. Und das werfe ich der Stadt vor. Was ist jetzt Ihre Frage? Das war das. Aber Schuldenerlass da keine. Da habe ich ja eingehend was zugesagt, dass ich das anders sehe tatsächlich. Dass die Stadt nicht, weil sie schlecht gehaushaltet hat, und sicherlich sind da auch mal Fehler gemacht worden. Keiner ist fehlerfrei. Das wäre auch ein Irrsinn zu glauben, dass Politiker oder Verwaltung alles richtig machen. Auch von dieser Idee müssen wir uns mal verabschieden, weil das sind Menschen, die da arbeiten. Und die machen Fehler und die dürfen sie auch machen, nur nicht zweimal. Das ist immer ganz wichtig. Jeder Fehler darf gemacht werden einmal und dann sollte man daraus gelernt haben. Aber nochmal, die Schulden hat die Stadt Essen nicht, weil sie schlecht gehaushaltet hat. Da bin ich von überzeugt. Ich bin seit 1992 bin ich als Gast in jeder Jugendhilfeausschusssitzung gewesen, in jeder Ratssitzung gewesen. Und ich weiß, welche Kosten der Stadt Essen aufgebürdet worden sind vom Land und vom Bund. Das ist das. Allein der Soli hat die Stadt Essen fast 1 Milliarde gekostet, obwohl sie kein Geld hatte. Das muss man auch wissen, dass man das mal zusammenbringt alles. Wo kommt das Geld denn her, was da aufgehäuft worden ist? Das sind Sachen, die das Land und der Bund der Stadt aufgebürdet hat. Wir haben eigentlich seit 1995 ein Konnexitätsprinzip im Gesetz. Das heißt, wer bestellt, muss bezahlen. Das Land und der Bund hat aber nicht bezahlt. Und das ist das Grundproblem, was wir haben. Und dann mussten wir natürlich permanent Schulden aufnehmen, um die ganz normalen Dinge zu machen, um mal eine leichte Reparatur zu machen. Allein der Kita-Ausbau, da hat sich das Land und der Bund ewig rausgehalten. Jetzt mittlerweile gibt es Zuschüsse, aber das hat lange gedauert. Aber man hat ein Pflichtprogramm gemacht. Ne? Jedes Kind ab 3 Jahren hat einen Rechtsanspruch im Kindergarten. Also man muss mal die Zusammenhänge auch sehen und erklären. Wenn ich einen Rechtsanspruch schaffe, jetzt sogar für Einjährige, dann muss ich auch dafür bezahlen. Dann kann man nicht sagen, du Kommune, du musst aber für jede Kita 29% an Mitteln übernehmen. Das ist doch Irrsinn. Und dann kommt so eine Kommune auch nicht über die Wupper. Deswegen nicht die Kommune macht die Schulden, sondern der Bund und das Land. Das ist insofern hilft uns halt schon, wenn wir nicht den Altschuldenerlass kriegen. Das wäre eine Sache gewesen, die sicherlich durchaus interessant wäre. Aber ich glaube, das Thema Unterbringungskosten, Hartz-IV-Empfänger, das belastet uns langfristig. Das ist ja schon verbessert länger, worden, ne? Jetzt durch Hubertus genau. Heil. Und das reicht aber noch das, nicht. Genau, das reicht zwar nicht, aber das ist ein erster guter Schritt, den wir da gehen. Und insofern ist das durchaus positiv zu sehen. Es ist aber doch ganz klar, alle Schulden, ob sie jetzt von der Kommune. Darf ich hier mal eingreifen? Ja, bitte. Wir sind eigentlich nicht hier heute Abend über die Stadtschulden zu sprechen, sondern wir wollten hier im Rahmen der BIKWAM Herrn Kern zu Wort kommen lassen. Und er hat sein Statement am Anfang seiner Rede schon gegeben und hat alles erklärt, was Sie jetzt fragen. Und deshalb dürfe ich Sie bitten, dass wir jetzt an diesem Punkt die Diskussion abbrechen. Also, ich habe vorhin gefragt, wie läuft es hier ab, Herr Kern? Ich habe gesagt, darf ich da nachher Fragen stellen? Ja. Wollen Sie? Er hat die Fragen aber auch beantwortet und ich wollte jetzt damit sagen... Die Frage ist noch gar nicht beendet, das ist eine Frage. Ja, aber Ihre Ausführungen nehmen anscheinend kein Ende. Ich ahne da Schreckliches. Na Moment, ich komme ja zum Ende. Die Schulden der Kommune, die Schulden des Landes, die Schulden des Bundes, wer bezahlt die? Die Bürgerinnen und Bürger natürlich. So, das wollte ich nur aber sagen. Die Bürgerinnen und Bürger, nochmal, aber die Bürgerinnen und nein, Bürger. Aber was mit Schulden? Ja, aber doch, aber die Bürgerinnen und Bürger erwarten doch auch, dass Dinge gelöst und geregelt werden. Die wollen sicher leben, die wollen Straßen, die funktionieren, die wollen, dass es Schulen gibt, dass es Kitas gibt, Gesundheitsvorsorge. Also man muss das auch schon zusammenbringen. Wer Demokratie wirklich ernsthaft möchte, der muss klar haben, das kostet Geld. Ja, das Frieden kostet Geld. Das wissen wir doch alle. Ja, aber das ist doch meine Antwort darauf. Deswegen, wer soll das denn sonst bezahlen? Das zahlen immer die Bürgerinnen und Bürger und die Unternehmen, die Steuern zahlen. Also alle Steuerzahler, auch die Unternehmen, die Steuern zahlen, zahlen
das ganze soziale Zusammengefüge, das Gefüge und alles, was so läuft. Und wenn wir wollen, dass das gut läuft, müssen wir das mit Schulden machen. Erstmal. Das ist so.